Quietest Friend heißt das Stück. Quietest Friend, da muss ich mich nochmal korrigieren, von Pedro The Line, wie wir gerade gehört haben. Also quasi ein fast bisschen Solo-Projekt, das lange Zeit still lag und jetzt wieder da ist. Und das Album Phoenix stellt uns jetzt der Thomas vor. Genau, das ist eigentlich der springende Punkt an Pedro The Line oder David Bazan, dass man nicht so genau sagen kann, ist es eigentlich ein Solo-Projekt oder ist es ein Band-Projekt. In 11 Jahren immerhin 4 volle Alben rausgebracht, bis zur großen Pause. Also die Band hat sich bereits 95 in Seattle gegründet. David Bazan selbst kommt aber aus Phoenix, deshalb heißt das Album auch so. Das ist aber genau dieser Knackpunkt. David Bazan gilt eigentlich als ein Kontrollfreak, der tatsächlich auf den ersten Alben alles festgelegt hat. Jedes Instrument, jedes Textfragment hat sozusagen seinen Musikern, seinen Bandmusikern vorgegeben, was sie zu spielen haben. Jede Essenspause. Du isst das Schokoladensandwich, du isst das Nutella. Die Musik war von ihm komplett durchgeplant. Ja. Und er hat dann, nachdem sie relativ viel veröffentlicht hatten, 2002 haben sie dann gemerkt, dass sie so nicht weiterarbeiten können, weil es einfach nicht mehr funktioniert, haben dann angefangen, kollaborativ zu schreiben und zu komponieren, wie andere Bands auch. Das hat aber auch nicht gut funktioniert. Und dann haben sie 2005 einfach Pedro The Line als Projekt aufgegeben, weil sie tatsächlich keine Struktur gefunden haben, in denen sie arbeiten konnten. Und dann ist David Bazan lange als Solo-Musiker unterwegs gewesen, hat immer wieder auch mit anderen Bands gespielt, hat aber viel auch ist durch ganz Amerika getourt, hat Wohnzimmerkonzerte gespielt, viel in Clubs gespielt, wirklich so kleinteilig, Lo-Fi oft auch mäßig und war dann tatsächlich im Sommer 2016 an so einem Tiefpunkt angelangt. Er ist mit dem Minivan durch Amerika gefahren, hat alte Orte besucht, zwischendurch Konzerte gespielt und hat daraufhin eben auch eine Pause in Phoenix gemacht, seiner Heimatstadt, hat eine Nacht bei seinen Großeltern verbracht, hat und jetzt schließen sich Kreise, tatsächlich Orte seiner Kindheit besucht, die sich natürlich alle verändert hatten. Man hat das im Video gerade auch so ein bisschen gesehen, auch er verfolgt sein Kindheitsalter-Ego, genauso wie aber vorhin im Video. Er war in Hotels offensichtlich als Kind. Ja, naja, das ist jetzt halt in diesem Stück so. Okay. Genau, also es geht tatsächlich um Veränderungen, es geht sozusagen um die alten Orte. Und hat dann gemerkt, dass das ein größeres Thema ist, hat sich wieder einen Proberaum gemietet, hat gemerkt, er braucht dafür wieder ein Bandprojekt und hat eben Pedro The Line wieder ins Leben gerufen mit ganz anderen Musikern. Ach so, ja. Der Name der Band ist so, also deshalb ist es auch letzten Endes kein Revival, sondern irgendwo hat ein Rezensent geschrieben, eine Reconstruction der Band, also der Arbeitsweise der Band. Das Ganze ist tatsächlich eine sehr düstere Selbstbeobachtung. Das ist schon, das hat einen düsteren Grundton, das hat eine deutliche Melancholie drunter. Es ist ein Konzeptalbum, in dem es eigentlich immer um Geschichten von damals geht und sozusagen die Betrachtung seines Selbst heute, auch seines nicht sehr glücklichen Selbst heute. Er ist auf eine Art ja auch ein bisschen gescheitert an seiner Karriere. Insofern ist Phoenix, hat Phoenix natürlich eine Doppeldeutigkeit, weil das natürlich einerseits der Vogel Phoenix ist, also der Kreislauf des Lebens und andererseits natürlich diese Stadt und Phoenix. Und natürlich der Bundestagskanal in Deutschland. Genau, ja. Genau. Ja. So, das Ganze fängt an, im ersten Track, der instrumental ist, mit so einem Platten, mit so einem LP-Knistern und so ein bisschen Synthi-Wunderland. Man weiß nicht so recht, ist das jetzt Raum- oder Zeitreise oder was? Und dann gleich als erster Track kommt diese Fahrradgeschichte in Yellow Bike über eben dieses gelbe Fahrrad, was er als Sechsjähriger 1981 in Phoenix geschenkt bekam. Und das ist so eine Mischung aus Singer-Songwriter-Folk und Indie-Rock von früher. Also er hat früher beides gespielt, klaren Singer-Songwriter-Folk und aber wirklich auch einen knalligen Indie-Rock. Hier fließt beides so ein bisschen zusammen und wird zu so einer Art Lagerfeuer-Rock'n'Roll, weiß ich nicht. Also so ein bisschen so wie Frank Turner sagt, er ist Lagerfeuer-Punk. Ist das vielleicht so ein sehr zurückgenommener Lagerfeuer-Rock'n'Roll,
der aber auch nicht so recht will, also aber man merkt auch sozusagen, man merkt diese, spürt diese Handbremse, die auch in ihm tatsächlich eine große Rolle spielt in seinem jetzigen Zustand. Die Kapuzenpulloverigkeit hört ja, man ja, raus. Ja, genau, genau. Das ist zunächst mal sehr sentimental und dann, also so sehr auf früher gerichtet, und wenn man dann aber diese Verknüpfung ins Heute merkt, für mich ist das ein Album, was ganz stark über seine Texte funktioniert. Und es hat einen grandiosen Refrain, der Song, First Freedom, Second Life, also es geht um diesen ersten Augenblick auf dem Fahrrad. First Freedom, das erste Mal, dass er die Freiheit gespürt hat. First Freedom, Second Life, all the places I could ride, leaving early, packing light, that little ache inside, my kingdom for someone to ride with. Großartiger Bezug hier auch auf Shakespeare, Richard III., a horse, a kingdom for a horse. Mhm. Richard III. Wünscht sich in der Schlacht ein Pferd zum Reiten. Und er wünscht sich jemanden, mit dem er fahren, also reiten kann. Ist natürlich eine Spiegelung auch seiner einsamen Reisen im Minivan durch die USA. Es geht ganz viel um Selbstbezug, um Einsamkeit. Und das gibt so ein bisschen den Ton an für das Konzeptalbum, was dann folgt. Mhm. Dann kommt Clean Up, so ein rumpeliger Indie-Rocker. Aber man merkt immer, da ist so eine kammermusikalische Handbremse. Das ist alles so melancholisch verschroben. Das ist so ein bisschen, das könnten auch Stadionrocker sein, wenn sie von U2 gespielt würden. Aber es ist halt das Stadion im Wasserglas. Es ist alles bewusst zurückgenommen, bewusst vergaragt, würde ich mal sagen. Dabei finde ich es sehr dicht. Ich finde, er hat großartige Zeilen drin, tolle Texte. Die Melodien sind aber immer brüchig, es ist immer verletzlich, es ist immer so zerkratzt. Viel so Kindheitserinnerungen, die sich halt übertragen lassen. Circle K, wo es darum geht, dass er irgendwie wahnsinnig gern Skateboard gehabt hätte, aber halt leider ständig sein Geld für Süßigkeiten ausgegeben hat und irgendwie sich nicht fokussieren konnte auf seinen großen Traum und es deshalb nie realisieren konnte. Ist so ein bisschen so Musik wie durch so ein 80 Cent pro Minute Touristenfernrohr betrachtet, also so ein bisschen auf Distanz. Dann kommt irgendwann Phoenix, quasi My Phoenix heißt der Song, der quasi den Kern bildet des Albums, so heiser hingerockt, runtergeschnoddert. Toller Text wieder, from a disappointed son to the city that he loves, the flags you wave around have got me wondering if my Phoenix still shines, if my Phoenix will rise. Da eben ganz klar dann die Phönix-Metapher. Aber dieser Phönix ist halt auf diesem Album ganz klar ein ramponiertes Tier und keiner weiß so recht, ob er denn irgendwann nochmal Feuer fangen wird. Also wenn ich das versuche zusammenzufassen, handelt es sich hier um so eine Art Lagerfeuer, Rock'n'Roll im Wasserglas, das durch ein 80 Cent Fernrohr betrachtet das wird. Das ist ja schön zusammengefasst. Ja, du hast das Tier vergessen. Ja, das habe ich, stimmt, das habe ich gleich leider ausgelassen. Susi von Herzblatt hätte es nicht schöner zusammenfassen können. Was möchtest du denn nun? Was war denn, wie ging es dir denn mit dem Album, Aline? Also wofür hast du dein Geld früher ausgegeben, statt für Süßigkeiten oder statt für ein Fahrrad? Das kommt schon hin. Ich finde es total schön, dass Thomas das so ausführlich erklärt hat, quasi den ganzen Puffer drumherum. Allerdings habe ich das alles nicht gehört. Ich finde es rein musikalisch, also instrumental, sehr angenehm, sehr schön und es wird irgendwann ein Soundtrack zu einem Indie-Movie sein, irgendeiner seiner Songs. Allerdings kann ich dieses ganze Album auf irgendwie 2, 3 Songs runterrendern, weil für mich klingt alles ziemlich ähnlich. Ich habe sehr wenig entdeckt und wenn er dann mal versucht, irgendwie ein bisschen was zu wagen oder experimentell was einzubauen, so, du hast es so schön gesagt, diese Sinti-Träumereien. Was war das Wort? Das war total super. Ich habe schon wieder vergessen. Sinti-Wunderland. Beim ersten Stück, da ist es tatsächlich so. Genau, das Sinti-Wunderland, finde ich, funktioniert nicht. Es wirkt für mich einfach deplatziert in diesem ganzen Gitarren-Indie-Gewurstel. Und woran ich mich sehr gestört habe, woran ich mich eigentlich selten störe bei Männerstimmen im Indie-Rock, war diese Stimme. Für mich war sie permanent irgendwie überspannt und da, wo seine Stimme jetzt ist, gehört sie nicht hin. Also er singt... Ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich einfach wirklich meine persönliche Empfindung. Er hat nicht die richtige Gesangsstimme oder er hat sie noch nicht gefunden. Ich finde sie irgendwann so unerträglich, dass ich mich ganz, ganz klar nur auf die Musik fokussieren konnte und diese Stimme ausblenden musste. Ich fand sie so beliebig und so anstrengend nach einer Zeit, dass leider das Album darunter total gelitten hat für mich. Trotzdem fand ich Yellow Bike und My Phoenix auf jeden Fall die stärksten Songs. Die fand ich gut, aber so insgesamt, so komplett... Pedro the Lion ist eher so
Petrose Kätzchen. Also kein großes Löwen. Nee, irgendwie nicht so. Ja gut, bei mir ist es so gewesen, ich habe bei diesem Album wieder festgestellt, dass als jemand, der, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, als jemand, der in den 80er Jahren mit Musik sozialisiert wurde und eben sehr stark mit Wave-Musik vor allen Dingen, also mit elektronischer Musik angefangen hat, bin ich so ein bisschen für das Konzept einer Band verloren. Also eine Band, die auf jedem Stück halt einfach klingt wie eine Band. Und das ist ja eigentlich normal, das ist ja eigentlich richtig. Aber schieb es nicht aufs Jahrzehnt, weil ich wurde in den 80er Jahren sozialisiert mit Singer-Songwritern und Folk. Aber ich wurde halt mit der richtigen, mit der guten Musik sozialisiert in den 80er Jahren. Deswegen, darunter sage ich ja nur gesagt. Jedenfalls, und da war es halt, ist es halt, für mich ist es wirklich völlig normal, dass man immer guckt, die zweite Single einer Band darf sich halt zum Beispiel nicht anhören wie die erste Single einer Band. Was natürlich bei einer Band, die aus Gitarre, Schlagzeug, Bass, Gesang traditionell besteht, vielleicht auch einfach mal ganz normal ist, dass zumindest klanglich da nicht so viel passiert. Das vorweggeschickt, bei diesem Album ist es mir halt so gegangen, dass ich beim zweiten Stück dachte, huch, das ist jetzt die Coda des ersten Stücks. Aber das stimmte nicht, es war tatsächlich das zweite Stück, es klang aber schon wieder sehr extrem ähnlich. Die Gitarren, da bin ich etwas anders, haben mir auf diesem Album auch eher nicht so gefallen, also insbesondere, wenn sie doch so sehr schrammelig rockig und weniger indie-folkig zurückgenommen sind oder klarer gespielt sind, sind sie auf diesem Album zumindest schon nicht mehr ganz so meins. Ich habe die interessante Feststellung gemacht, und da fand ich das, was du gerade gesagt hast, über den Indie-Film, wo er dann später mal als Soundtrack drin sein wird, ein Stück. Das ist wahrscheinlich genau richtig für mich, zumindest für meine persönliche Rezeption dieses Albums. Denn wenn ich mir jedes Stück, das habe ich heute nochmal versucht, mich darauf zu konzentrieren, wenn ich mir jedes Stück einzeln anhöre, oder zumindest bei den ersten 3, 4, 5 ist mir das aufgefallen, finde ich die gut. Ja, genau. Das sind gute Stücke. Genau. Ich mag sie aber nicht am Stück hören. Ich mag sie nicht hintereinander hören. Dann wird es mir tatsächlich ganz schnell, dass ich denke, ach, es ist immer das Gleiche und es so. Aber für sich alleine genommen sind das eigentlich ganz gute Stücke. Ein Stück, ich glaube, das dritte oder das vierte ist mir aufgefallen, habe ich gedacht, Powerful Taboo könnte es gewesen sein. Das hat sogar was von Tom Petty, den ich ja ganz gerne mochte. Klingt halt auch wieder ein bisschen mehr, wie du schon so schön gesagt hast, nicht so schön wie bei Tom Petty, sondern so ein bisschen rumpeliger, so ein bisschen kleiner, schrummeliger, aber von der Art her. Nicht so, nicht so weit geöffnet, das sondern alles genau, so ein bisschen... Nicht so into the great wide open, sondern mehr so into the very close... Unter die Sweatshirt-Kapuze. Kapuzenpullover, genau. Ja, ja, into genau, the very close genau. Aber das ist natürlich seine Haltung. Ja, das ist es halt so, ja, ja. Und tatsächlich, ich konnte es nicht so schön ausdrücken, wie du es gerade gesagt hast, aber ein bisschen habe ich auch gedacht, und ich glaube einfach, bei mir ist es einfach, ich nenne es jetzt einfach Geschmack, richtig ganz meine Stimme ist es auch nicht. Also ich habe auch so gedacht, na, wenn mir die Stimme gefallen würde, würden mir die Stücke wahrscheinlich noch besser gefallen. So ist es halt so ganz gut. Was, wenn ich jetzt versuche, zu den Punkten direkt überzuleiten, bei mir gleich wieder dazu führt, dass ich, ja, 2 ist mir nämlich tatsächlich trotz allem zu wenig, auch hier wieder 3 Punkte geben würde für dieses Album. Aline, was sagst du denn? Also ich tendiere eigentlich eher zu einem, aber ich gebe 2, weil es, wie du sagst, einzeln allein funktioniert es gut, aber okay, am Stück ist es ganz schön fad. Okay. Thomas wird mehr geben. Ja, ich habe es ja quasi schon erklärt, auch warum. Mir geht es in diesem Fall viel um Text, mir geht es um Konzept, mir geht es um Geschichte und auch um Haltung, auch wenn ich das dann musikalisch gar nicht immer mega geil finde, aber sehr konsequent umgesetzt, insofern deshalb 4 von 3. Aber hast du denn die gleiche Aufmerksamkeit den Texten bei Sharon van Etten zum Beispiel dann auch geschenkt oder warst du deiner Meinung, dass du sie gar nicht gehört hast? Doch, ich habe schon bei allen auf die Texte geachtet. Hier habe ich einfach Dinge rausgehört, also tatsächlich bei Yellow Bike die Geschichte mit My Kingdom for Someone to Ride With. Das habe ich einfach beim rausgehört, das habe ich bei Sharon van Etten nicht. Also, okay. Und dann habe ich angefangen nachzulesen. Ne? Okay. Also es sind oft auch Texte, die mich dann tatsächlich von sich aus anspringen, die ich gar nicht suchen muss. Also für alle, die es interessiert, auf jeden Fall, das Album heißt Phoenix und ist, wir haben es ein paar Mal gesagt, von Pedro the Lion.